Pflanzen, kann man Insekten sagen? Ich weiß gar nicht. Ja, kann man. Halt's Maul! Penner! Du bist auf meinem Grundbesitz. Wenn ich sage, du sollst die Klappe halten, dann sollst du auch die Klappe halten. Mann, Mann, Mann. So, ist hier noch einer drin? Nö. Mann, und... Boah, hat sie überall Blut drin. Meine Fresse. Na, wo ist der Nächste? Da oben. Oh! Hier. Ja, komm doch! Hab schon gedacht, du wärst dumm. Obwohl das wahrscheinlich auch bis vor da oben sammelt sich aber was, sehe ich gerade. Die Fackel mitnehmen. Na Kollegen, alles gut. Ein bisschen Licht. So, ja, komm. So mit dem schönen Lichtkämpfen macht doch Spaß. Die Crawlerplatten sind auch was wert, dann lohnt sich ja direkt. Jetzt nimm die blöde. Jetzt mal bist du dumm. Nimm die. Ja, geschafft. Krieg ich jetzt einen Keks? Ne, kriegst du nicht. So, hier ist nichts mehr drin. Gut. Hier sind überall Minecrawler-Pisser an den Wänden oder so immer das sein soll. Boah, halt's, halt's Maul, okay? So, das waren sie doch jetzt. Hoffentlich. Oder wie, oder was? Ist ja nichts mehr. Man muss aber erstmal hier sauber machen und schön durchsaugen, weil das ist ja hier so eklig hier drin. Im Staubsauger einmal durch. Den Besen durchfegen, dann sieht das wieder so schön aus, wie es noch nie aussah. Vor allem, weil wir von der Mine reden. Jetzt latsche ich schon wieder mit der blöden Fackel rum am helligsten Tage, mein Gott. Da ist der IQ auch unter 20. Hallo. Ich habe die Mine von Minecrawlern gesäubert. Damit wäre meine Arbeit fürs Erste getan. Jetzt seid ihr an der Reihe. Alles klar. Die Jungs und ich wollen dir nochmal danken. Wir werden ranklotzen wie die Wölfe, wenn sie Scavenger jagen. Was fressen die ganze Zeit Käse hier? Ihr sollt arbeiten, kein Käse fressen. Wir sehen uns. Ja, guten Appetit, ne? Zwingt euch ja keiner zum Arbeiten, ne? Ja, macht ruhig weiter. Geht ja nur auf meine Kosten. Aber das ist jetzt erledigt, nö, ne? Minecrawler ist ja tot, die Krone hat ihr okay gegeben. Grimm ist jetzt mit seinen Jungs die Hackespitzen und uns die blauen Brocken aus dem Fels holen. Wenn ich daran denke, dass ich vor wenigen Tagen noch Mark bei Una war und heute Freifrau von Minenbesitzerin bin, möge dein Lächeln lange über mich leuchten. Ja, es ist nicht vor ein paar Tagen, das ist jetzt einen ganzen Monat her. Wir sind nämlich am 30. Spieltag. Im 30. Spieltag. Ah, endlich gehen sie an die Arbeit oder fressen die immer noch. Ey. Dafür bezahlen sie die aber nicht, ne? Mann, so das Penner, Mann. Ist unglaublich. Irgendwas Neues? Vielleicht ist mein Haus endlich mal fertig? Nee. Boah, ey, wenn ich mir das mal überlege, dafür würde ich auch gern bezahlt werden. Weißt du, hämmer 6 Stunden lang am Tag, 2 Tage lang nur an einem Brett und dafür kriege ich Geld. Super Job. Hey, Meister. Mach's gut. Ja, machst du gute Arbeit hier. Guck mal hier. Pam und Oma drauf. Pam, damit es auch schön undicht wird. Von der ganzen Gehämmerung in die Balken noch kaputt. Mann, Mann, Mann. Naja, egal. Guck mal kurz mal. Guck mal, einmal flatsch. Durch den Wolf gelaufen. Ihr habt gedacht, die Dinge sind sauber. Warum rennen jetzt... Ey, entweder sind die Hacke dicht oder richtig dumm. Pass auf. Die laufen von hier, von ihrem Feuerchen. Erstmal hier runter zum Weg, dann hier den Weg lang, um dann zu merken, ach, ich muss ja in die Mine. Und rennen hier und stören den Wolf beim Pennen. Ist das irgendwie ein bisschen leichter, wenn man einfach von hier 10 Meter nach da laufen würde? Na gut, ich meine ja nur. Hoffentlich habe ich einen Minecrawler übersehen, die schlachten die jetzt alle ab. Ist egal. Krieg ich weniger Geld, nicht gut. So. Was haben wir jetzt noch? Ja, die alte Mine haben wir immer noch. Hausbau ist immer noch nicht ganz fertig. Larius, Konstantinus, Spezialtrank.
ich bald gar keine Rüstung mehr und kann mich nackt mit einem Drachen anlegen. Ach, wir wollen in die Stadt, ne? Natürlich. Erstmal zur Taverne, weil die Stadt ja abgeriegelt ist. Was natürlich sehr schön ist. Obwohl, laufen ist gesund. Oh, geh mir auf die Eier jetzt. Ja, du haust ab. Und wenn ich dich noch einmal hier auf der Scheißbank sehe, dann gibt's was. Jetzt rennt der mir auch noch hinterher. Sag mal, wie dumm ist der eigentlich? Hör mal, du bist dumm. Oka, du bist dumm. Boah, Mann, der ist dumm. So ein Eierkopf, Mann, das kann ja nicht wahr sein, wisst ihr? Er will von mir abhauen, rennt mir aber direkt erstmal hinterher, weil er ja auch weg von mir will. Weil er ja Angst hat von mir, deswegen rennt er mir auch volle Kanne in den Rücken. Und bricht mir wahrscheinlich auch die Wirbelsäule bei dem sein scheiß Tempo. Ich möchte gerne wissen, wer dem mal eine Pfanne quer beim Kopf gehauen hat. Stimmt seine Mutter. Er hat gesagt, er will keine Süßigkeit und nimmt direkt erstmal eine ganze Schüssel mit. Weil er ja keine essen will. Ist er vergraben, damit der Hund so findet. Und die Mutter dann direkt PAM! Weil er Randale macht. Jetzt ist er sowieso wieder beim Leuchtturm oder keine Ahnung. Rennt wahrscheinlich noch die Orks zusammen, weil er Schiss von mir hat. Aber merkt gar nicht, dass er die ganze Bedrohung von Corinis umgewalzt hat. Weil er ja Angst hat. Ich hoffe, der ist weg. Aber der beamt sich sowieso jetzt gleich in 10 Sekunden wieder hier zu Onas Hof. Oder rennt 10 mal um Corinis rum und ist dann wieder hier bei Onas Hof und eben hat's kurz geruckelt, aha. Ich rede nochmal mit Lord André und dann können wir mit Constantino reden, beziehungsweise mit Myxie, falls wir ihn finden. Weil das davon ist nicht Myxie, das ist der Irre. Der uns schon. Was? Ach so, jetzt fällt der Velaya erst auf, dass der hier ist. Und übergebt euren nichtsnutzigen Besitz an Inostina. Soll man, kann ich den abschlachten? Nee, ich lasse lieber. Boah, wenn der jetzt gleich die Fresse hält, Mann. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich geb dir Apokalypse, Mann. Ich habe mal wieder einen neuen Trank kreiert. Du weißt doch um die Wirkung der Dunkelpilze. Ich habe gehört, dass Magier sie gerne zu sich nehmen. Ich dachte, weil sie gut schmecken. Das auch. Aber sie steigern den eigenen Mana-Vorrat, wenn man eine bestimmte Menge konsumiert. Und ich habe nun herausgefunden, wie man die Menge minimieren kann. Wenn du mir 10 Dunkelpilze und einen Feldknöterich vorbeibringst, kann ich dir diesen Trank brauen. Gern, Meister des Tränkebrauens. Ich hoffe, wir haben das Zeug dabei. Brau mir deine Dunkelpilzbrühe. Gerne. Aber du musst mir erst... Was? Wir sehen. Nee. Wenn ich jetzt nicht... Zwei Dunkelpilze. 8 Feldknöterich. Ihr wollt mich verarschen. Komm, ich hatte kein Leben. Ich habe 50 von diesen scheiß Dunkelpilzen gefressen. Und jetzt brauche ich die. Warum immer ich? Komm, wir rennen durch den Wald, da finden wir 10 Stück. Das wundert mich nicht. Pass auf, jetzt finden wir keine mehr, weil wir sie schon alle da alle mitgenommen haben. Bestimmt. Ich habe immer so ein Glück, das weiß ich. Komm, die sind doch immer hier an Bäumen oder so. Komm, bitte. Jetzt holen die Kackdinger draußen, sind nicht da. Hier unten gammeln die 2 Jäger ab. Habt ihr irgendwann Dunkelpilze gesehen? Nee, ne? Schon wahrscheinlich alle weg. Oder in irgendwelchen Höhlen sind die ja auch oft. Weiß sind die Dinger überall. Deswegen wundert es mich, warum wir jetzt gerade keine finden. Jetzt renne ich hier schon wie ein Bescheuerter um die Gegend. Durch die Gegend, natürlich. Das finde ich die scheiß Dinger nicht. Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ist eigentlich die Quest Wo ist die Quest Konstantinos Geheim? Nicht Geheimtrank. Spezialtrank ist jetzt erledigt endlich. Ist die jetzt endlich erledigt? Oder wie oder was? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Mal, wo ist denn die überhaupt? Ist bestimmt schon... Boah, ist das lang her.
Naja, Totenschiff, Hausbau und so weiter und so fort. Ist irgendwo diese hier blöden Pilzdinger. Komm. Hier, so ein Baumstumpf hat bestimmt. Toll. Und jetzt, wo man so sucht, findet man sie. Das ist doch unglaublich. Jetzt finde ich. Orks. Orks? Was zur Hölle? Okay, das werden wir jetzt schnell erledigen, hoffe ich doch. Und einfach. Naja, ist das so schlau? Ach komm, egal. Ich habe keinen Bock, mich zu konzentrieren. Halt's Maul, lass mich in Ruhe, geh weg. Ja. Ja. Guten Tag, Herr Schaman King. Komm. Sterben, ja, sterben macht Spaß, genau. War doch wieder eine witzige Angelegenheit, ne? So. Komm, hat keiner von euch Dunkelpilze dabei? 10 Stück. Bitte. Oh, ein rostiges Schwert, natürlich. Sowas findet man überall. Aber was Sinnvolles nicht. Obwohl Dunkelpilze nicht sinnvoll sind. 20 Gold. Haben wir bitter nötig. Wir haben ja nur 9000. Und du, komm, du bist ein Feuerkraut. Natürlich. Da ist nichts zu holen. Komm schon, habt ihr nichts Sinnvolles dabei? Ach komm. Ey, das ist unfair. Was mache ich überhaupt so einen Kopf? Komm, ist keine Quest. Ist das? Ach, das ist ein Baumstumpf. Ach so. Hätte ja auch eine Waffe sein können. Im Prinzip ist alles eine Waffe. Wenn man damit anderen schadet. Sogar ein Blatt Papier kann eine Waffe sein, wenn man jemandem damit die Halsschlagader aufschlitzt. Okay, war jetzt ein dummes Beispiel, aber. Das ist eine Waffe. Ein Stück Papier. Kann tödlich sein. Kann so einem Ohrstäbchen in den Kopf rammen. Ist auch eine Waffe. Auch wenn nichts passiert. Naja. Okay, gut. Vergessen wir das alles. Und kümmern uns jetzt endlich mal hier um die Quests, die wir hier eigentlich zu erledigen haben. Und ich weiß auch ganz genau schon, wie wir ins Hafenviertel kommen. Was ja nicht wirklich schwierig ist, wenn man einfach mal, obwohl wir brauchen erstmal Myxias, wo ist denn der Penner überhaupt? Wenn der weg ist, kann ich ja nicht um seine Hilfe, ich verstehe es nicht. Wo ist denn der überhaupt hin? Kann mir das mal einer sagen? Hier wahrscheinlich durch eine. Boah, wenn der. Der geht einem ja voll. Boah. Dieser Irre war schon immer irre, deswegen ist er ja auch irre. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Und nervt uns schon seit Anfang des Let's Plays. Seit Anfang des Spiels. Kannst du mir vielleicht helfen? Meine Verehrung, Magier? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja, ist gut. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Lord André schickt mich. Habt ihr irgendetwas, was mich vor den Blattern im Hafenviertel schützt? Lord André, so so. Nun, meine Tochter, das Wesen der Blattern ist nicht gut erforscht, musst du wissen. Das Einzige, was ich dir mitgeben kann, ist ein Zauber, der dich in eine schützende Hülle einschließt. Da du sicher einige Zeit oder sogar mehrmals im Hafen weilen wirst, werde ich dir von diesem Zauber eine Rune anfertigen. Cool. Komme morgen wieder. Dann sollte ich sie hergestellt haben. Ach, und vergiss eine Spende für seine Kirche. Das hat er doch vorher gewusst. Na klar, kein Problem. Ist alles zu eurer Zufriedenheit, Priester Innos? Meine Tochter, ich kann nur sagen... Ach, hatten wir schon. Und das... Ja. So. Das Leben in der... Sagen wir, hier kann ich mich Ja. Ich hab da meine eigene Meinung. Tja, ich muss los. Ja, so sieht's aus. Ich pass mal auf, ich versuche es nochmal hier... Ach, guck mal, unser Leben wird jetzt immer wieder aufgefüllt. Das ist ja echt geil. Durch den Trank von Konstantino, Mann, wir müssen dem Typ echt danken.
Mir wurde auch mal geschrieben, ich hätte irgendwie... Alles hier hören, oder beziehungsweise... Alles hier hören. Wir müssen mal die ganzen Dinge durchgehen, die ganzen Händler. Weil mir wurde geschrieben, dass es auch noch ein paar Bonustränke gibt, so Geschicklichkeit und Stärke-Bonus. Hallo, Händler. Und ich anscheinend 100 Parts lang zu dumm war, das zu begreifen und die halt nicht gekauft habe.